Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen eisigen Folge Rise of the Tomb Raider. Ja, wir müssen jetzt hier gegen den Bären kämpfen. Hier haben wir in der vergangenen Folge aufgehört. Und wir haben ja Pilze gesammelt für Giftpfeile. Okay, ich bin bereit. Ich würde sagen, wir locken auf jeden Fall den Bären hier nach draußen. Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Okay. Los geht's. Wir müssen rennen. Schnell raus hier. Die Giftpfeile sind bereit. Ich warte nur auf einen richtigen Moment. Gib mir Zeit. Sehr gut, er ist wie gelähmt. Mist. Der zweite Pfeil war ja wohl gar nichts. Gut. Okay, jetzt heißt es für uns hier rein. So, wir sammeln auf jeden Fall erstmal hier wieder ein paar Pfeile, oder besser gesagt ein paar Pilze, damit wir neue Giftpfeile herstellen können. So, sehr gut. Denn die Giftpfeile haben sich auf jeden Fall schon mal als sehr nützlich bewiesen jetzt hier bei den Bären. Ich denke mal, die werden wir immer nehmen, jetzt, wenn wir Tiere jagen wollen. Da finde ich die einfach, ja, bis jetzt ganz praktisch. Und ich denke mal, man kann die bestimmt noch upgraden. Ja. Dann haben wir auf jeden Fall ein gutes Hilfsmittel, was die Jagd angeht. So. Waffenteile. Der Prophet und seine Anhänger sind im Schutz der Nacht gereist, auf einem gewundenen Pfad entlang der Grenze des östlichen Reiches. Ich weiß nicht, wohin sie wollen, und ich vermute, sie wissen es auch nicht. Aber sie wissen, dass wir sie jagen, bis die Ketzerei ausgelöscht ist. Das Gesindel im Grenzland gibt ihm Unterschlupf. Und ich finde es seltsam, dass mir keiner, der ihm geholfen hat, etwas von Belang sagen will. Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe oder ihnen ein Messer an die Kehle halte, schweigen sie weiter. Sie sterben, ohne zu verraten, was sie wissen. Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere. Noch ein Grund, ihn zum Schweigen zu bringen. Ich bin auf jeden Fall gespannt hier, was den Propheten angeht. So, das ist unser Weg. Gletscherkaverne. Okay, hier geht's runter. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen vor Trinities Leuten. Scheiße, das wird echt kalt. Oh oh. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Okay, ich denke mal, solche Pfeile werden hier benutzt von den... Wie heißen sie? Den Propheten. Also von den Propheten, seinen Leuten, denke ich mal, werden diese Pfeile hier benutzt. So, wir müssen tauchen.
Schaffen wir schon, Lara. Ich persönlich könnte das aber nicht so durch das eiskalte Wasser schwimmen dort. Also, ja, Respekt an sie. Man muss ja dazu auch sagen, ihr bleibt halt leider nichts anderes übrig. Sonst würde sie sterben oder halt nicht weiterkommen. Ja, das machen wir mal hier. Wir können dann aus Benzinkanistern Bomben herstellen. Sehr schön. Inventar, Ausrüstung. Was können wir denn hier holen? Gewehrmunitionsbeutel. Ich würde sagen, erstmal den Jägerköcher hier. Weil wir haben ja eh noch kein Gewehr. Von daher würde uns das gar nicht so viel bringen. So. Upgrades für den Bogen könnten wir eigentlich schon machen. Zusätzliche Haltezeit finde ich erstmal praktisch. Das nehme ich auch deswegen. Weil ich bin ja jemand, ich visiere ja gerne mal etwas länger hier mit dem Bogen an. Optionales Herausforderungsgrab. Okay, mal sehen, wer das ist. Das würde ich nämlich gerne abschließen wollen. Eine byzantinische Kriegsgaleere. Wie zum Teufel kommt die hier runter? Irgendwie sagt mir mein Kopf, dass wir hier rein müssen. Dass das geheime Grab hier ist. Ich könnte es mir ganz gut vorstellen. Das ist mongolisch. Aber sie sind hier durchgekommen. Die verlorene Stadt muss nahe sein. Okay, rüber hier. So, kurz was nachschauen. Okay. Das da oben wäre der richtige Weg. Dann habe ich wahrscheinlich auch recht hiermit. Da oben muss irgendwas sein. Ja, ich habe hiermit recht. Oh oh. Wir jetzt hier ja nicht runterbrechen. Das wäre nämlich nicht so angenehm. Also dieses ganze Geknacke hier und so, das beunruhigt schon ein wenig. Hier können wir aber auf jeden Fall nicht hoch. Brauchen wir vielleicht noch was? Die Maria Adula sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe 6 der besten Trinity-Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Von Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen und ich bin schläfrig. Nur ein Nickerchen. Okay. Und jetzt müssen wir mal hier schauen. Sprachkenntnis erhöht, okay. Halt, da könnten wir weiter. So, weil ich möchte auf jeden Fall dieses Grab hier abschließen. Hier geht es aber auch nicht weiter. Können wir das vielleicht noch gar nicht machen? Okay, doch. Ich glaube, wir können das machen. So. Geschafft. Gut. Jetzt können wir weiter. Nach oben.
jetzt müssen wir das nochmal wiederholen. Könnte ich mir ganz gut vorstellen hier. So. Ja, das geht wieder nach oben automatisch. Okay. Ja, ich denke mal, man muss sich hier etwas beeilen. Wir müssen jetzt einfach ganz schnell, glaube ich, gleich uns dort ran schwingen, wenn das wieder nach oben kommt. So, wir das jetzt hier unten lassen und wenn das kommt, nach oben ganz schnell dagegen springen. So, los geht's. Geschafft. Mal sehen, was da oben ist. Gut. Das hätten wir auch geschafft. Man muss halt nur ein bisschen mal nachdenken. Dann schafft man das eigentlich auch. Sieh dir das an. Warum haben sie solche Reichtümer mitgeschleppt? Karte aktualisiert, okay. Was haben wir denn hier? Dieser Kodex beschreibt die Bogenschusstechnik der Gegner des Byzantinischen Reichs. Neue Fähigkeit gemeistert. Alte Fähigkeiten. Alte Fähigkeiten. Schießen Sie schnell hintereinander bis zu 2 Pfeile ab. Okay, das ist auf jeden Fall jetzt auch neu hier in Rise of the Tomb Raider. Dass man jetzt hier durch solche Gräber nicht nur diese Währung, sage ich jetzt einfach mal, bekommt zum Upgraden, sondern halt auch Fähigkeiten direkt neue. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ich muss sagen, ich würde sehr gerne probieren, dass wir hier im Let's Play Rise of the Tomb Raider so gut wie es geht abschließen. Also alle Gräber vielleicht machen. Oh, wir müssen nach oben. Puh. Das ging nochmal gerade so gut. Fast wären wir wahrscheinlich jetzt hier ertrunken. Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Okay. Interessant. Der Prophet kann also jede Sprache. Boah. Auf jeden Fall nicht schlecht, jede Sprache zu können. Dann kann man sich wenigstens mit jedem verständigen. Dein Feind. Das wird sich noch zeigen. Du hast die Männer da hinten getötet. Ja, um zu überleben. Und ich schätze, du hast das auch. Wie lange sind sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht.
Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Wer? Es leben Leute hier draußen. Sie scheinen schon sehr lange hier zu sein. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert, vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum Byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht Nachfahren der Anhänger des Propheten sein? Was wissen sie über die verlorene Stadt und die göttliche Quelle? Trinity wird alles tun, um das herauszufinden. Wer immer sie sind, ich fürchte, sie sind in großer Gefahr. Hoffen wir, dass das alte Sprichwort vom Feind meines Feindes zutrifft. Ja, also ich glaube, Lara könnte damit richtig liegen, dass sie vielleicht eine der Nachfahren ist des Propheten. Ich glaube, das könnte ganz gut stimmen. So. Wir müssen jetzt hier runter in diese Anlage. Ich würde eigentlich noch sehr gerne hier einen Hasen erledigen. Wenn die halt mal ruhig halgen. Halgen? Ja, halgen. Ich halge auch immer. Halten würden. Die kleinen Fretzlein hier. Bleib stehen. Ja, aber irgendwie will der nicht stehen bleiben. Ist schade. Ich kann nichts für ihn tun. Alle Einheiten, neue Infos. Konstantin ist vom Gefängnis hierher und. Der erste Tag in Sibirien und es passiert. 2 Jahre in Afghanistan, 1 in Indonesien und nichts. Aber ein Tag hier im Eis und zack. Ich erledige einen. Die Augen des Mannes wurden glasig und er flehte mich um etwas an. Kein Russe, keine Ahnung. Ich blieb bei ihm und sah zu. Erst war er noch da, dann nichts mehr. Nur noch Fleisch. Ich habe in den Schnee gekotzt. Der war ganz rot von Blut. Jetzt ist er nur noch Fleisch. Und ich lebe. Konstantin sagt immer, dass wir aus einem besonderen Grund hier sind und Gottes Werk tun. Allmählich erkenne ich das. Okay. Das ist also jemand, der die allererste... Also der hat seinen allerersten Menschen umgelegt. Unterwegs. Wir müssen alles in Ordnung bringen, bevor er ankommt. Der arme Mann hier. Und hey, Konstantin ist auf jeden Fall also auch. Wir müssen den Funk wieder in Gang kriegen. So, na los. Ich könnte mir sogar ganz gut vorstellen, dass dieser Typ, den wir jetzt umgelegt haben, der ist, der ihn getötet hat. Aber Konstantin ist also auf jeden Fall auch hier. So was habe ich noch nicht erlebt. Komplett irre. Greift 3 bewaffnete Männer mit einer Axt an. Keine Ahnung, wie die einen davon lebend kriegen konnten. Wer zur Hölle sind? Ich gehe mal nachsehen, bin gleich zurück. Alles klar. Ja. Und jetzt? Da ist irgendwas. So. Alle schön leise ausschalten, mit Exekutionen oder mit Kopfschüssen. Weil dann gibt es schön viele Erfahrungspunkte. Da kommt noch mehr von ihnen. Seit ein paar Minuten keine Schüsse mehr gehört. Ich glaube, wir sind sicher. Verlass dich nicht drauf. Bleiben wir wachsam, bis der Funk zum Gefängnis wieder läuft. Wir sind auf uns allein gestellt. Das war Konstantins Hubschrauber.
Was zur Hölle will der hier unten? Schwer zu sagen. Einheimischer wurde zum Verhören lebend gefangen. Zwei Menschen. Die Zentrale will wissen, was dabei rauskommt. Konstantin erwartet mehr von uns. Jemand muss für diesen Fehler bezahlen. Die Munition hat Priorität. Sie muss getrennt bleiben von den Rationen. Ich glaube, wir sollten sie in Reichweite haben. Yes, Sir. Okay, wir werfen mal eine Flasche dort vor. Moment mal, das sehe ich mir an. Shit. Die meisten Rationen sind bei der Explosion verbrannt. Los. Moment, Angriff! Wir werden angegriffen! Mist, das war anders geplant. Wir suchen uns ein. Los geht's. Angriff! Wir werden angegriffen! Gut. Immerhin haben wir es noch leise geschafft hier. Also ist Konstantin hier. Dieser Helikopter ist von ihm. Nein. Er will bestimmt Alarm schlagen hier. Mist. Das war's. Die wissen auf jeden Fall, dass wir hier sind jetzt. Es ist vorbei. So. Da oben. Sehr gut. Es war immerhin noch ein Kopfschuss. Alarm, wir haben einen Eindringling. Nein, nichts hier, Alarm. Alarm ausmachen, bitte. Kurz das Bergungsgut mitnehmen. Ich weiß, ich habe schon zweifelhafte Jobs gemacht. Und ich weiß, dass du das nicht gut findest. Aber diesen Vertrag konnte ich nicht ablehnen. Ich will schon seit Jahren für Trinity arbeiten. Sie sind diskret, die Bezahlung ist Wahnsinn. Sie haben immer irgendwas. Und jetzt bin ich hier und will wieder weg. Wir sind in einer verlassenen Sowjetanlage, mitten im Nichts. Niemand sagt uns unwichtigen Externen, was los ist. Aber ich glaube, wir verhelfen ein paar echt miesen Typen zu einer Atombombe oder etwas ähnlich Furchtbarem. Und das wäre noch der beste Fall. Melde dich, wenn du das liest. Ich habe uns einen sicheren Kanal im Netzwerk verschafft. Bei einer solchen Operation bräuchten sie bessere Sicherheitsmaßnahmen, aber dafür haben sie wohl mich engagiert. Okay, die weihen also auf jeden Fall nicht alle Leute von sich ein in ihre Pläne. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, das ist so eine Sache mit dem Vertrauen. Aber ich finde, sie sollten es trotzdem ihren Leuten sagen, was sie überhaupt vorhaben. Aber ich denke mal, wenn manche Leute von den ihren Söldnern wüssten, dass die hier irgendwas machen mit einer Quelle und sowas, etc. Das ganze Zeug, was sie vorhaben, dann würden die bestimmt das nicht machen. Oh, Hilfe. Das war nochmal knapp. So. Okay, wir sind jetzt in dieser Sowjetanlage drin. Das war's, wir haben keine Zeit mehr. Erschieß ihn! Rede oder Ich hab keine Angst vor dem Kurs. Hör den verdammten Helden ab! Jetzt! Die Uhr tickt. Du wirst hier sterben. Außer du sagst nur, was ich wissen will. Nicht nur du. Deine ganze Familie. Wir müssen ihn retten. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual. Weder Begräbnis noch Einäscherung.
Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Und wir schon. Okay, wir müssen diesen Mann retten. Okay, wir müssen schießen, anders kommen wir hier nicht rein. Ihr habt vielleicht ein paar Treibstoffkanzler zerstört, aber na los. Das tut uns nicht weh. Glaubst du, ihr könnt uns leiden? Soteus. Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein. Mist. Er ist gestorben. Der arme Mann. Fehlende Ausrüstung. Die haben den hier gefoltert. Der kann einem schon echt leid tun. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, quetschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben. Und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Mit ihm. Nein! Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Oh Mann, der arme Mann. Verdammt. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. Da liegt er. So, wir jagen das Ding hoch. Achtung, Angriff! Wir werden angegriffen! Okay, die wissen, wo wir sind. Ja, aber das bringt ihnen auch nichts. Das war's so gut wie. Für die hier. Gut. Lasst uns alle kurz plündern. Ich find's schade, dass der eine Mann hier gestorben ist. Ich würde sagen, der, wo da gerade die Augen reingedrückt worden sind, der das echt nicht verdient, noch zu sterben. Das finde ich einfach so brutal gewesen jetzt. Also ich weiß nicht. Das wäre ein Typ,
Wenn ich für den arbeiten würde, selbst wäre ich so ein Söldner, würde ich mir schon bei so einem Moment denken, nee, ich steige lieber aus. Weil sagen wir es mal so, das würde der bei jedem anderen hier wahrscheinlich auch noch machen. Oder irgendwas ähnliches. Die sind bestimmt ersetzbar nur für den, die Soldaten hier. Aber ich würde dann sagen, hier machen wir in der nächsten Folge weiter. Mal sehen, wie es weitergeht. Lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da. Schreibt mir einen Kommentar. Und ja, empfehlt mich auch sehr gerne weiter. Haut rein und tschüss.